Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid, dass du da bist, freut mich wirklich sehr. Wenn du neu hier da bist, ein ganz besonderes Hallo und wenn du öfters da bist, vielleicht haben wir schon miteinander geschrieben, das würde mich wirklich freuen. So, heute habe ich Holunder und Holunder-Apfelgelee für euch, für dich. Selber gemacht, einfach gemacht, mühelos gemacht, da wir es in einem Dampfentsafter machen. So wie die Uroma das schon gemacht hat, die Oma. Die gibt es wirklich ganz günstig im Handel, auch gebraucht. Geht total easy und schnell. Wenn das erstmal angesetzt ist, lasst das einfach stehen. Das läuft von alleine. Wenn ihr da alle halbe Stunde mal guckt, reicht das schon. Dann wird das nur noch aufgekocht, wie Marmelade, wie Gelee. Und das zeige ich natürlich alles haarklein. Deswegen ist das Video vielleicht auch wieder mal ein bisschen länger geraten. Aber dann ist es auch erklärt und wem es zu lange ist, einfach ein bisschen vorgehen. Alles kein Problem. So, super gesunder, super lecker der Gelee. Du bestimmst, wie süß du ihn haben möchtest. Dazu gebe ich dann auch noch Tipps. Und auf jeden Fall eine Gelinggarantie. Keine Angst davor haben, einfach machen und los. Du kannst auch dieses Rezept mit jeder anderen Frucht machen, die du hast, als Lebensmittelretter vielleicht. Dann müssen nur alle Schadstellen weggeschnitten werden und dann geht's schon rein. Du brauchst dein Obst nicht zu entkernen. Du größere Sachen wie Äpfel vierteln, nicht schälen, einfach so rein. Zitrusfrüchte natürlich, die müssen geschält werden. Aber zum Beispiel Pfirsich jetzt aus dem Garten oder so, der muss nicht geschält werden. Orangen, Mandarine, die müssen geschält werden. Mango geht auch so. Kirschen super, einfach hinein, gewaschen und hinein. Holunder bleiben die Stielchen auch dran. Also es ist wirklich easy. Und so geht das jetzt. Heute möchte ich euch mal einen Entsafter vorstellen. Einen Entsafter, den ich wahnsinnig gern nehme. Der wird mit Dampf entsaftet. Die Vorbereitung ein bisschen, also geht eigentlich recht schnell. Und das reine Entsaften macht der Apparat eigentlich alleine. Man kann auch noch viel mehr damit machen. Jede Obstsorte kannst du damit entsaften. Wie gesagt, ist egal, das muss nicht dieser sein. Und dann packe ich ihn mal aus. Der Entsafter besteht aus vier Teilen. Ein Deckel, bei mir aus Glas. Das ist sehr praktisch, dann sehe ich wenigstens, was los ist und wenn ich nachfüllen kann an Beeren oder anderem Obst. Dann die Unterschüssel, wo das heiße Wasser reinkommt und das immer leicht vor sich hin köchelt. Der Innentopf, wo der Dampf dann hochzieht. Und der obere Topf, in den die Beeren kommen. So, ich koche mein Wasser eigentlich immer vor mit dem Wasserkocher und tue es dann hier rein. Da ist meistens eine Markierung, wie hoch das sein soll. Wenn die nicht da ist, lasst auf jeden Fall den Rand frei. Sonst kommt es euch noch oben drüber, aber es muss immer wirklich gut so vor sich hin köcheln, dass Dampf entsteht. Mein Entsafter kann man auch für eine Induktionsplatte nehmen, spart extrem viel Zeit und Energie. Ein Herd ist mir einfach zu teuer. Ich habe mir eine kleine Platte gekauft. Damit geht das super und da koche ich eigentlich immer alles mit. So, jetzt erstmal heißes Wasser und dann zeige ich, wie es ineinander gesetzt wird. So, das Wasser kocht jetzt. Ups. Dann setzen wir den Safttopf ein, der mit der kleinen Tülle. Da. Dann kommt der Sieb drauf. Da kommen die Beeren dann rein. So,
jetzt genug Abstand, dann kann sich hier unten gut der Dampf bilden. Jetzt muss erst der Schlauch drauf. Schlauch ist dran. Jetzt habe ich den Stuhl vor die Platte gestellt und vor den Herd. Darauf lege ich dann immer ein Geschirrhandtuch, denn es kann wirklich mal spritzen. Ein altes. Darauf in Topf untersetze. Ich nehme hier ein Holzbrett und dann einen großen Topf. So. Und dann kann der Saft hineinlaufen. Ich muss noch ein bisschen erhöhen. Stell da noch mal was drunter, ein Tablett oder so. Weil also der Schlauch muss schön im Topf sein. Ich klemme hier mit der Klemme den Schlauch immer ein bisschen ab. Hast du keine, ein, zwei Wäscheklammern tun das Gleiche. Warum? Wenn es entsaftet durch den Dampf und es steht dann in dem Topf der heiße Saft drin und fließt nicht gleich in den Topf ab, geht das alles viel schneller, weil sozusagen die Hitze vom Saft nochmal zusätzlich das anregt, dass schneller entsaftet wird. Und erst wenn wirklich da viel Saft drin ist, mache ich die Klemme mal auf, lasse es in den Topf laufen, mache die Klemme wieder zu und entsafte weiter. Bei mir sind heute die Holunder reif. Die habe ich jetzt gut gewaschen, die meisten Stiele wirklich ganz kurz abgeschnitten. Je mehr Stiele dran sind oder grüne, desto bitterer wird das. Also erst das alles wegmachen und dann kommt das in den Topf. Also auf jeden Fall randvoll, wenn du hast. Auch noch in Kombi mit Äpfeln, die brauchst du wirklich nur gucken, haben die irgendwo schadhafte Stellen, das dann wegschneiden. Vierteln und genauso rein. Du brauchst sie weder schälen noch Kerngehäuse wegmachen oder irgendwie was, kommt alles so dazu. Weil bei Holundersaft und Holundergelee bietet sich an, immer noch mal so ein Drittel Äpfel dabei zu tun. Schmeckt super toll. Das Gerausche ist jetzt die Induktionsplatte. Und dann kommen wirklich die Beeren hier rein. Frisch gewaschen. Die können ruhig nass sein. Ein bisschen abgetropft reicht vollkommen. Man kann die auch noch ein bisschen drücken, desto besser geht es dann. Wenn es richtig gestopft ist, desto schneller ist es dann isoliert sozusagen und der Dampf kommt. Und dann auf jeden Fall immer Deckel drauf, sonst funktioniert es gar nicht. Und dann kann man wirklich jede Frucht nehmen, die es gibt, und kann so entsaften. Und ich mache jetzt noch weiter Holunder sauber und kippe dann immer nach. Man kann immer nachkippen, man muss es gar nicht sauber machen. Natürlich, wenn man extreme Mengen hat, muss dann zwischendurch die Reste schon mal raus und dann kann man weiter entsaften. So, mal Deckel runter, es dampft. Hier sind schon die Beeren so ein bisschen angedampft. Die habe ich gerade wieder oben drauf geschüttet. Schön auseinander machen. Und dann könnt ihr immer drauf machen. Ein bisschen runterdrücken. Und erst wirklich, wenn es nur noch gestrüppt ist, sozusagen Reste der Beeren, dann das in die Biotonne auskippen. Und nächste Ladung. Da fängt schon an, der Saft rauszukommen. Der ist aber abgepresst, wie gesagt. Weil, wenn da noch ein bisschen drin steht, geht das schneller. Ich habe jetzt auf 70 Grad stehen. Das ist halt das Tolle, wenn man eine Induktionsplatte hat. Man kann die Gradzahl einstellen und dann kann das auch mal vor sich hinkochen. Und das kann manchmal, wenn du mehr hast, wirklich 1, 2, 3 Stunden dauern. Aber es macht sich wirklich alleine. Man muss nur ab und zu mal ablassen. Das zeige ich dir noch. Und da geht es auch schon wieder weiter. Und hier ist der nächste Schwung, den mache ich noch sauber. Stiel abgeschnitten, gewaschen und dann geht es rein. Und dann natürlich noch die Äpfel dazu. So alle halbe Viertelstunde würde ich mal im Untertopf vorsichtig gucken, ob noch neues Wasser rein muss. Da muss dann aber auch jemand helfen. Einer muss hochhalten
und der andere muss nachschütten. Ne? Sonst alleine geht das nicht, das neu befüllen mit heißem Wasser. Und da drin ist jetzt der Saft, den wir ablassen. So, jetzt gucken wir den Schlauch rein. Und jetzt noch vorsichtig mal die Klemme so ein bisschen auf. Da kommt der Saft. Und wenn man das wirklich so kochen lässt, geht es wirklich besser, wenn der Saft noch eine Weile in der Mitte dabei ist. In dem Topf. Guck mal, wie viel da schon ist. So, jetzt kannst du es wieder zumachen und jetzt lassen wir es weiterkochen. Die Beeren immer mal zwischendurch ein bisschen drücken. Und dann ist es auch bald schon wirklich entsaftet. So, wie gesagt, also du hättest jetzt da noch Äpfel mit reinmachen können, etwa ein Drittel zu der Menge der Holunder. Oder du nimmst einfach nochmal einen Liter Apfelsaft oder zwei dazu, je nach Geschmack. Ich habe jetzt den Saft geteilt und jetzt mache ich die Marmelade. Hier ist 3 Teile Holundersaft und ein Teil dann Apfelsaft bei mir, so mag ich es. Du kannst es aber auch machen, wie du das möchtest. So, hinein kommt jetzt ein Gelierzucker. Ich habe den 3:1. Das heißt, ich brauche wesentlich weniger Zucker. Und deswegen, ich will es nicht zu süß haben und dann muss man umrechnen. Du kannst auch nehmen 2:1, es steht genau drauf, wie viel Früchte oder Saft du dann nehmen musst. Und das kommt in den lauwarm oder kalten Saft hinein. Wird gut umgerührt. Du brauchst einen Topf, wo mindestens oben noch ein Drittel frei ist, weil das kocht dann schaumig und es muss gut aufkochen. Sonst geliert es nicht und ist nicht haltbar. So, einen Rührlöffel gut umrühren und dann aufkochen. Richtig gut aufkochen. Ich hatte jetzt da bei 4 Litern 3 Gelierzucker hineingemacht. Das sind 500 Gramm. Egal welche Marke. Die waren halt nur im Angebot, deswegen habe ich die mitgenommen. Und jetzt koche ich das auch immer schön umrühren. Und du kannst auch noch mal probieren, ob es dir süß genug ist oder ob du noch ein bisschen was brauchst, weil Holunder von sich aus wirklich nicht süß sind. Aber total gesund, extrem viel Vitamin C und super toll, da nicht nur aufs Brot, sondern auch ein Quark, Joghurt, eine Schicht bei einer Torte oder auch zu Vanillepudding. Ganz, ganz klasse. So, und jetzt kochen. Gleichzeitig schon mal Gläser zurecht machen oder auch vorher. Und zwar habe ich Gläser gespült, die ich hatte. Heiß ausgespült, nicht abgetrocknet, auch nicht die Decke, auf den Kopf gestellt, auf ein Tablett und unten drunter einen feuchten Lappen, dann platzen die Gläser nicht so schnell. Und so dann hingestellt, wie gesagt, nicht innen drin abtrocknen, sondern feucht lassen und dann hat man die gleich griffbereit und ein Trichter wäre noch toll zum Umfüllen. Und die stelle ich jetzt auf die Seite und dann bin ich auch dann richtig schnell fertig. Mit den Flaschen mache ich genau dasselbe. Zeige ich dann aber auch. So, jetzt fängt es an zu kochen, deswegen ist es auch so laut.
Und das muss wirklich sprudelnd kochen, so Gläschen hochsteigend. Und das 4 Minuten. Wenn es zu weit hochkommt, Temperatur zurückstellen und mal drüber hinpusten. Und wenn es gar nicht geht und kommt zu schnell hoch, dann einfach beide Griffe gepackt und mal angehoben. Dann kriegt man es auch in den Griff. Aber 4 Minuten muss es jetzt kochen. Dann machen wir erst eine Gelierprobe. Und wenn das dann fest wird, dann kommt es in die Gläser. Ansonsten muss man nochmal weiterkochen. Oder wenn es bei dir so ist, nochmal ein halbes Päckchen Gelierzucker reinrühren, aufkochen und dann nochmal 4 Minuten. Was für eine tolle Farbe. Schaut euch das mal an. Wunderschön rühren die 4 Minuten. So muss es 4 Minuten kochen. Ich zeige das jetzt um. Und jetzt machen wir die Gelierprobe. Das zeige ich, weil dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass es auch schön fest wird. So, ich mach mal aus. Wie gesagt, das Ruscheln, das kommt von der Kochplatte. So, einen Porzellanteller genommen. Es geht nur Porzellan. Dann ein bisschen auf den Teller drauf. So, hin und her laufen lassen. Das Porzellan macht es gleich kalt. So, wenn es nicht mehr läuft, einmal mit dem Finger durch. Und wenn dann die Straße bleibt, dann ist es richtig. Läuft es noch zusammen, weiterkochen oder nochmal ein halbes Päckchen Gelierzucker rein und nochmal 4 Minuten aufkochen. Aber so ist es wirklich gut. Das heißt Straße ziehen. So, die Gläser rumdrehen. Dann ist man am schnellsten. Wie gesagt, feucht Lappen drunter, dann platzen die Gläser nicht so. Auf ein Tablett gestellt, dann gibt es nicht so viel Schmutz. Ist man viel schneller fertig. Ist ja so schon genug Arbeit. Aber echt, das ist so die weltbeste, der weltbeste Gelee überhaupt. So, dann am besten einen Trichter, wenn du hast, und drauf. Dann kann man es mit dem Schöpflöffel machen. Auf dem Gelee und überhaupt bei Marmeladen ist oftmals so ein Schaum oben drauf. Den kann man vorsichtig runter machen. Der wird auch fest, schmeckt total lecker. Man kann den auch dann in Marmelade, Joghurt, Quark, ach Marmelade, Joghurt, Quark einrühren. Weil, wenn man den mit ins Glas nimmt und er steht wirklich länger, aber das heißt dann länger als ein Jahr, dann wird er manchmal ein bisschen grau. Ist aber auch kein Schimmel, ist dann halt nur der Schaum wird ein bisschen grau. Und so kann man den abheben. Ne? Auch mit dem Schaumlöffel. Und dann kann man es umfüllen. Umfüllen. Ich nehme am liebsten so ein Töpfchen. Mache es erst mit dem Schöpflöffel da hinein. Bin ich schneller und ich tropfe nicht so. Also, mit dem Schöpflöffel in das Töpfchen hinein und dann umgefüllt. Die Gläser müssen sofort glühheiß gesagt eingefüllt werden. Das unteren Rand, so ein bisschen Platz muss sein. So, den Trichter dann gleich ins andere Glas. Aber gleich zudrehen. Ganz, 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 ganz wichtig, auf den Kopf stellen. So, so auf den Kopf stellen und so wirklich mindestens eine halbe Stunde stehen lassen, weil das drückt noch die Luft raus. Dann ist es Vakuum. So, jetzt alle einfüllen.
auf den Kopf stellen, kalt werden lassen, beschriften. Wenn man will, dekorieren. Das zeige ich mal an einer anderen Sorte. Und das ist, dann ist es fertig. Und ich hoffe sehr, es hat gefallen. So, und wenn es dann kalt ist, so schön fest ist es geworden, umdrehen. Es reicht auch manchmal nur eine halbe Stunde, Stunde, dass es auf den Kopf stellt, aber ihr könnt das auch ruhig über Nacht so lassen, kein Problem. Dann beschriftet man es, Jahreszahl drauf, was es ist, ob du jetzt da Johannisbeeren, Holunder, Stachelbeeren, Kirschen gemacht hast, ganz egal. Geht ja alles mit dem Rezept. Ich hänge da noch mal an, wie toll man es verpacken kann, wenn man es als Geschenk haben will, mit dem anderen tollen Rezept. Und dann hoffe ich aber jetzt schon mal, dass es gut gefallen hat, dass du es gut nacharbeiten konntest, dass es lecker ist, du happy bist und es dir auf dem Brot, im Quark, Joghurt und tausend anderen Genießereien gefällt. Und viele Rezepte, auch Gänseblümchen-Gelee, Flieder, Erdbeer natürlich und, ganz besondere Sachen. Mit Zitrone viel oder passende Limos, Cocktails, Eistees, Ingwer, Zitrone, Ingwer, Heiß und alles findest du in meinem Kanal schon. Aber auch Häkeln, Stricken, wie jetzt die Pilze hier, die habe ich selber gemacht, die Herbstdeko. Dann den beleuchteten Kürbis, der ist entweder aus Toilettenpapier, Küchenkrepp oder Servietten mit Naturmaterialien. Auch das im Hintergrund und. Ganz wichtig ist mir im Kanal Bastelsachen für und mit Kindern, die Weihnachts- und Sommerwerkstatt, Bastel mit Butterbrotpapier, ganz tolle beleuchtete Sachen kann man daraus machen fürs ganze Jahr. Die maritimen Sachen, die Schals, die Loops, die Mützen, die Pullis, die Hausschuhe, einfach mal reinschauen, findet ihr ganz, ganz viel als Geschenkidee für die Kinder, für dich selber zum Kuscheln, aber auch einfach Deko, die besonders ist und immer günstig gehalten, ist mir ganz wichtig. Ich habe 5 Kinder, ich weiß, was es heißt, kleiner Geldbeutel, aber trotzdem, es kann toll aussehen und ganz wenig kosten. Mein Motto hier im Kanal. So, und dann wünsche ich eine wundervolle Zeit. Ich hoffe, auch das Rezept hat gefallen. Du kannst mir immer schreiben, ich freue mich da immer drüber. Und dann alles Liebe aus meiner Küche. Eure, deine Kerstin. Tschüss.